Ja. Stopp, eins nach hinten damit. Ich brauche halt das Compressed Hamara. So und so. Der war falsch. So. Das weg. Das weg. Das kann da hin. So, jetzt guck ich, du hast sie auf normale Blockhöhe, oder? Ja, das ist scheiße, deswegen spawnen die auch Mobs. Warte mal, werfen wir mal den Lava-Eimer her. Ja, passt so. So, warte, ich hol dir noch was. Da brauchst du das nicht per Hand machen. Du hast gesagt, wir können uns von dir Stil holen. Hab ich nie gesagt, aber ich kann es ja herstellen. Ja, ich würde Stil von dir, also ich hab hier, herstellen wollen. Das kannst du im Ofen machen, ne? Aber du kannst dir auch hier die 8 Blöcke und 6 Ingots rausnehmen. Ich muss sowieso irgendwann wieder welches herstellen. Wo haben wir jetzt? Kriegst du erst noch das hier und das da. Aber erstmal soll ich gucken, wie viel Hammer ich insgesamt brauche. Also 3, 6, auch 9. Und wie viele 7? 1, 2, 3. Geh mal runter, Melvin. 9, 7 und 6 Hammer. 9, 7, 6 Hammer. Okay, wir haben jetzt 14.000 Ingots-Kapazität mit unserer Schmiede. Das ist weg. Jedoch ist das Ding, dass wenn man die Schmiede bedienen will, man nach ganz unten muss. So, jetzt wird automatisch Lava hergestellt. Hallo? Ja, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Weitere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ey, diese Blöcke, wenn die an der Seite gehen. Du brauchst hier auch keine Fackeln draufsetzen. Dafür gibt's Half Slabs. So, und je höher deine Schmelz ist, desto mehr passt rein. So, dann habe ich hier die ersten Half Slabs. Müssen noch welche hin. So. Das war's. Ja, jetzt hast du eine funktionierende Schmelze. Jetzt nimmst du da die Erze raus, zum Beispiel Eisen. Und tu die wahrscheinlich in den. Ja, erstmal zusammencraften halt. So. Also, ich habe das halt bei mir komplett automatisiert. Bis auf das Zusammencraften. So. Oh, den Rest darfst du dann machen, den packe ich dir zurück. Und dann, wo ist die Schmelze? Da.
Weil ich habe zum Beispiel hier oben eine Kiste angebracht, eine Itemleitung hier unten, das geht dann automatisch hier immer rein. Und hier habe ich Redstone Glocks drüber, das wird dann halt, dass die das automatisch befüllen. Darunter habe ich Itemleitung und daneben eine Kiste, wo das dann rausgesaugt und in die Kiste geht. Wow. Und du kriegst genau ein Stack von den Iron Chunks hier rein. So, den Rest mache ich dir erstmal hier in die Kiste. So. Achso, du weißt, wie man so ein Dings herstellt hier. So ein Pattern für Ingots, oder? Ja, weiß ich. Das werde ich jetzt auch als nächstes machen. So, und da ich hier gerade Eiseneimer im Inventar habe, macht sich das gut. Wenn wir das hier mal richtig aus, das sieht dann besser aus. So. So, du hast jetzt so 14 Blöcke und 2 Ingots hier drin. Was? Und das war nur ein Stack von dem Zeug. Aber wir machen dir erstmal so ein Pattern. Hast du oder pump mal einen Block Eisen ab, genau. So, den machst du dann klein und legst daneben das Ingot rein. Mit dem Hammerer klein oder? Ne, einfach rausnehmen und dann im Crafting Feld klein machen. Ach so, gehen jetzt. Ja. Und dort in das Teil reinlegen, wo dann die Ingots rein sollen. Ich guck gerade, ob du hier irgendwo eine Kiste hast, aber hast du nicht. Noch nicht. So, jetzt nimmst du die Kiste aus dem Crafting-Feld raus und machst die restlichen 8 Eisen drum. Also wieder in die Mitte legen und die 8 Eisen außen rum. Rausnehmen. Genau. Und hier unten reinsetzen, direkt neben den Crucible. So. Insert. Das kostet dich demnächst, wenn du hast, eine Enderperle. Okay. Und jetzt pass mal auf. So, du hast noch das eine Eisen-Ingot? Ja. Das solltest du hier reinlegen. Hä? Warte mal, habe ich das noch im Crafting? Oh nee, das war hier drin. Wir gucken auf den Eisen. Warte mal, guck erstmal auf den Eisenblock. Schwupp, weg ist er. Oh lol. So, jetzt den Eiseningot bitte hier reinlegen. Jetzt machen wir schnell das. Dann brauche ich noch eine normale Holzkiste. Das reicht dann aus. Erstmal hier so. So, so. Das wird disabled. Anschalten. Insert. Jetzt können wir das hier reinlegen. Das wird dann rausgepumpt und geht in die Schmelze. Du musst allerdings, wenn du jetzt das alles nur auf Blöcken rauskommen lässt, musst du aufpassen. Bei Gold bzw. bei Eisen geht das jetzt nicht. Da musst du halt dann erstmal so viele Ingots rausholen, bis du die Blöcke zusammen hast, damit du das hier für die Blöcke dauerhaft laufen lassen kannst. Mhm. Und Redstone hast du nicht, oder? Nö. Dann gehe ich das schnell holen, bzw. crafte das schnell bei mir zusammen, die Redstone Glocks. Pascal. Ja.
brauch mal ganz kurz deine Picke, weil meine packt das nicht, was ich jetzt kurz abbaue. Sofort. Ich will hier kurz einmal alles einstellen, dass das hier... Und ihr werdet jetzt, wenn ich es richtig sehe, überall compressed, ja. Wo brauchst du meine Picker? Einmal den Block hier unten. Melvin, welcher? Du stellst bitte... Den hier? Ja, per Auxiliation. Ein Hebel her. Ein Hebel. Ja. Das wollte ich nicht droppen, das wollte ich droppen. Oder zwei Hebel, besser gesagt. Oh, passt. So, das hier müssen wir jetzt kurz abbauen. So, wo bist du? Da jetzt Ike rüber. Da die Hebel ran und ausschalten. Alle beide. Nee. Auslassen. Das Ike jetzt in drei Siebe reingepackt. So. Warum drei? Weil ich Flint, Iron und Diamesh hab. Aha. So, wenn du jetzt... Du guckst jetzt hier rein, du hast 11 Blöcke, 2 Ingots. Entweder du lässt es dauerhaft so durchlaufen. Mhm. Ist praktisch, da geht dir auf jeden Fall nichts verloren. Aber wenn du das jetzt so machst, du pumpst die 2 Ingots ab. Jetzt hast du noch 11 Blöcke, kannst du die dauerhaft laufen lassen, bis die Blöcke raus sind. Aber für dich würde es sich empfehlen, das hier durchlaufen zu lassen, erstmal. Damit dir nichts an Erzen verloren geht. Ja. Okay. Und tu bitte nicht immer in die Kiste alle gecrafteten Chunks rein, denn die meisten tun sich miteinander verbinden und da kommt neues Erz raus. Oh. Da saust du auch ganz schön viel ein. Oder kann man das sehr heißt viel. Du hast immer nur ein Erz. Ja, entweder. Also Gold und Eisen kannst du, wie du es hier siehst, zusammen reinschmeißen. Wo ist unsere Schmiede? Unser Input? Ich weiß nicht, was noch. Ich brauche die Schmiede nicht jetzt gerade. Es gibt halt Sachen. Oh, du Scheiße, die Folge geht schon eine halbe Stunde. Die darf ich in der Mitte mal cutten. Es gibt aber halt auch Sachen, die verbinden sich. Wenn du jetzt. Ich weiß jetzt, ich müsste jetzt. Gold. Nee, Eisen und Nickel. Oder Eisen und Gold Nickel. Gold und Silber. Wenn du das zusammen reinschmeißt, hast du eine komplett neue Legierung draus und da saust du dir das Gold und das Nickel ein. Hm. Also ich mach das auch immer so alles nur einzeln in die Schmiede. Okay. Ja. So, dann kommt jetzt da kannst du es erstmal. Deswegen würde es sich lohnen, wenn du zwei von denen hast und zwei Goldpattern, weil dann kannst du hier doppelte Ingot-Produktion starten. Ja. So, bitteschön. Danke. So, eine halbe Stunde geht die Folge jetzt. Ich, ja. Wir haben ja schon 22:43 Uhr. Ja.